We will make Schlager great again. Herzlich willkommen, liebes Schlagerpublikum, und herzlich willkommen zu Make Schlager Great Again, dem ersten, einzigen und besten Schlager-Podcast da draußen. Mein Name ist Kaiser und an meiner Seite ist der bezaubernde, oft kopierte und ich glaube bisher nur einmal erreichte Herr Vogel. Hallo, guten Abend, Herr Kaiser. Vielen Dank für die tolle Begrüßung. Herrschaftszeiten. Hallo, ja. Liebes Publikum. Jetzt will ich wissen, wer hat mich denn erreicht? Ja, das klären wir später auf. Oh. Merken Sie sich das? Ich möchte direkt mal in die neue Schlagerwoche starten, weil wir sagen ja immer so am Anfang der Show, der erste, einzige und beste Schlager-Podcast da draußen. Von diesen drei Attributen, erste, einzige, beste, stimmen ja inzwischen nur noch zwei. Erste, klar, check. Also wir, Make Schlager Great Again, sind der erste Schlager-Podcast. Man kann sogar sagen, dass wir die zwei ersten Schlager-Podcasts sind. Ja, stimmt. Das muss man schon sagen, oder? Der eine war halt Underground. Richtig. Der kam komplett aus dem Underground. Wir hatten dann pro Folge einen halben Hörer. Mhm. Aber selbst der, glaube ich, hat sich durchgekämpft bei der Qualität. Die Momente, tatsächlich muss ich mich auch ein bisschen entschuldigen, immer noch so ein bisschen wie in der letzten Folge, nur schlechter ist bei mir, weil mein Equipment einfach Corona hat anscheinend. Aber generell mit unserer New Edition, mit unserem Relaunch, mit Make Schlager Great Again, waren wir auch immer noch die Ersten. Ich glaube, damals gab es noch nichts anderes. Genau. Und auch qualitativ, denke ich, top. Genau, und inzwischen gibt es ja mindestens mal zwei andere Schlager-Podcasts, die wir uns jetzt mal anschauen und einfach mal ganz kurz gucken, was können diese beiden anderen Schlager-Podcasts denn? Wir wollen die jetzt nicht in Referenz und Vergleich zu uns stellen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen lächerlich. Ne? Da tut man denen auch Unrecht. Tut man denen auch Unrecht? Nee, man vergleicht ja auch Semino Rossi nicht mit Elvis Presley. Genau. Also nichts gegen Semino Rossi, auch toll. Das ist ja auch genau mit dem Ball auch toll. Aber dieser Vergleich, das zieht einfach nicht. Das geht nicht. Da tut man ihnen nur recht. Da können die nur verlieren. So, dann schauen wir uns mal den ersten der beiden an. Und der erste der beiden heißt Aber bitte mit Schlager. Also so ein bisschen, aber ach, bitte mit, wie heißt das? Mit Sahne, glaube ich, ne? Aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne ist der Schlagerplanet-Podcast. Sie nennen das Ganze Schlagerplanet Radio, damit sie auch natürlich die Zuschauer, die gar nicht wissen, was Podcast bedeutet, an den Podcast führen. Es ist ein Fehler aufgetreten auf der Seite. Das ist auch also wenn ich auf Podcast, aber bitte mit Schlager geht, also quasi über den Podcast. Kommt, es ist ein Fehler aufgetreten, deswegen kann ich jetzt gar nicht mehr vorlesen, um was es da genau geht, aber unter Interviews sehen wir, Schlagerplanet Radio bringt dich näher an die Stars des deutschen Schlagers. Deine Lieblingsmusiker sind regelmäßig zu Gast bei Starplanet, die Sendung mit Annika Reichel und Julian David. Hier findest du alle Interviews auf einer Seite. Sie hatten zu Gast jetzt in der letzten Zeit Fantasy. Ach, schön. Anna-Karina Wojcik. Ah ja, auch schön. Olaf Berger, Sonja Liebing, unsere Kölnerin, Bernhard Brink und Laura Wild. Ob Sie schon mal reingehört haben, ist für mich zumindest ein relativ langweiliges Standard-Interview-Format. Mhm. Die gleichen Fragen, die gleichen Antworten. Ich würde es mal mit einer ausreichend bewerten. Manchmal, ob Sie da schon mal reingehört haben auch. Ja, tatsächlich noch nicht reingehört, werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Ja, also es ist halt die klassische Herangehensweise. Es ist eigentlich natürlich, Podcast ist breit gefächert, was man unter Podcast versteht, aber es ist so das Typische, wir führen ein Interview mit einem Star oder mit einem Künstler, was sie auch Reichweite bringt. Mindestens die Künstler, die Fans, die sich für den Star interessieren, werden auch zuhören. Während wir ja doch eher in die Richtung gehen, wir sind auch mal Gäste dabei und immer wieder gerne Gäste dabei, aber doch eher die, wir begleiten das ganze Schlagergeschehen, wir werten das, wir ordnen es ein für die Zuschauer. Auch manchmal kontrovers. Und ich glaube, das kommt da ein bisschen zu kurz, das Kontroverse. Wir sind halt ein Leitmedium, so kann man es. Also ja, absolut. So werden wir gesehen. Das ist jetzt keine Selbstzuschreibung, und so werden wir halt allgemein gesehen. Gut, ist der eine. Der andere ist hier mit der Sava Hill.
Schlagergeflüster heißt das Ganze. Den gab es, glaube ich, aber auch schon relativ lang. Der war, glaube ich, der erste nach uns. Ne? Das ist war richtig, der, ne? Man muss ja immer so, das ist ja immer, also wir sind der Erste, aber wir sind ja quasi, ne? Also sagen wir mal, Schlagergeflüster war der erste Schlager-Podcast, wenn man uns noch nicht mal als Schlager-Podcast sieht, sondern als etwas weit darüber. So. Ja, okay. Ja. Schöne Gäste, muss ich sagen. Zum Beispiel Beatrice Egli und Marina Wachs war nicht dabei. Aber Beatrice Egli war zumindest dabei. Und dann hatten wir mal Melissa Naschenwengen dabei, Micky Krause dabei. Schön. Und jetzt gibt es eine Änderung, sehe ich gerade. Das habe ich schlecht vorbereitet. Aus Schlagergeflüster wird Schlagerspaß die Show. Schlagerspaß. Ja. In Schlagerspaß habe ich noch gar nicht reingehört, aber Schlagergeflüster, der alte Podcast hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das ist wirklich so, diese Sava Hill, geht zu den Leuten nach Hause, unternimmt was mit ihnen und sitzt dann auch mit ihnen rum und unternimmt was und sagt auch immer dann, was jetzt gerade passiert. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Bernhard bringt, gießt sich einen Kaffee ein, bietet mir einen an, sitzt auf seiner sonnenüberfüllten Terrasse und jetzt reden wir. Das fand ich ganz gut. Warum sie jetzt das Schlagergeflüster zu Schlagerspaß die Show umgeändert hat, namentlich, kann ich nur mutmaßen, vielleicht stimmt es nicht so mit den Abrufzahlen von Schlagergeflüster, wo da auch ein guter Verlag hintersteht und so, aber Qualität ist ja auch immer so ein bisschen relativ, ne? Aber da würde ich trotzdem eine 2- geben, tatsächlich. Ja, also ich wäre bei einer 3. Ich würde mal gerne auf einen anderen Punkt eingehen. Die beiden Podcasts haben wir jetzt genannt, aber das ist, glaube ich, der wirklich nennenswerte Unterschied, der bedeutende Unterschied zwischen den beiden, die Sie genannt haben, und unserem Make Schlager Great Again. Schlager Spaß jetzt, oder wie hieß es vorher, was war es nochmal? Das Schlagergeflüster. Schlagergeflüster, genau. Zum Beispiel ein Verlag dahinter, das ist ein Angebot der Burda Senator Verlag GmbH. Genau. Das, was wir eben hatten, ganz klar, Schlagerplanet als großer Verlag dahinter, während wir immer noch so ein bisschen underground sind. Das heißt, sind wir dahinter, mit uns, mit Schlagerfieber natürlich, aber kein großer Verlag. Wir dürfen reden, was wir wollen. Und wir dürfen eine Platte auch scheiße finden und dürfen es auch sagen. Genau, das ist der eine Unterschied. Und der andere Unterschied, und das muss man natürlich auch wirklich ganz klar sagen, ist, dass wir... Ich glaube, als einziges Schlagermedium überhaupt weltweit, weltweit auch durchaus dem Schlager kritisch gegenüberstehen. Wir sind quasi wie ein Künstler, der auch seine eigene Kunst kritisch sieht oder der sich dann auch vielleicht mal, weiß ich nicht, seine Augen aussticht, weil er sagt, nee, so ein Scheiß, das gefällt mir nicht und dann aber später zu Weltruhm gelangt. Also wir sehen den ganzen Schlager auch kritisch. Wir möchten den Schlager natürlich auch in eine gewisse Richtung bringen und wir setzen uns damit auch wirklich auf einem hohen intellektuellen Niveau auseinander. Und das ist natürlich so ein Stück weit der Unterschied zu den ja oftmals, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten und Schlagerspaß habe ich ja noch nie gehört, nur den Vorgänger, aber das sind ja dann mehr oder weniger auch Werbeveranstaltungen, wenn man sagt. Ja, und das ist ja auch okay, das wollen die Fans ja auch hören. Was wollen die hören, wenn dann irgendwie eine Beatrice Egli zu Gast ist bei Schlagergeflüster, dann will man natürlich auch nicht, dass die hart angefasst wird, was wir mit unseren Gästen aber auch nie gemacht haben, das muss man auch mal fairerweise sagen. Nee, wir fassen unsere Gäste nicht hart an, aber wir sprechen zumindest Sachen an, die kein anderer anspricht, zum Beispiel im Interview mit Sarah Schiffer, wir erinnern uns, haben wir sie auch gefragt, ja, wie es denn ist mit einer politischen Aussage, mal darf man das, kann man das, soll man das, das sind Fragen, die werden bei den anderen Podcasts gar nicht gestellt. Ja, klar, weil man weiß, was die Stars darauf antworten, also stellt man sie nicht. Aber ich finde, so eine Frage zu stellen und vom Star wirklich zu hören, nee, das mache ich nicht, ist ja schon eine Antwort, die wir auch hören möchten an der Stelle. Ja. Und der große Unterschied ist auch, Herr Vogel, wir machen das, was es im Schlager auch relativ selten gibt. Wir haben auch kein Problem damit, andere Schlagerseiten, andere Schlager-Podcasts zu bashen, wie man so neudeutsch sagt. Tatsächlich haben wir damit kein Problem. Und ich glaube auch,
Ich bin jetzt nicht so ein treuer Hörer von diesem beiden Podcasts. Den einen tatsächlich noch gar nicht gehört. Was, glaube ich, bei uns auch nicht zu kurz kommt, ist der Spaß. Also, wenn man uns so hört und wir machen unsere Sprüche, davon sind maximal von diesen Sprüchen 70% ernst gemeint. Haben wir mehr Spaß als Schlagerspaß die Show? Das bin ich mir fast sicher, dass wir da mehr Spaß haben. Die Kollegen haben bestimmt allen Spaß der Welt. Ja, Aber wir meinen manche Sachen vielleicht nicht so ganz bierernst, weil Schlager ist auch keine bierernste Sache. Also kann man sich einfach mal auch lustig benehmen und mal einen Spruch machen. Dass dann bestimmte Fans es manchmal nicht so lustig finden, das Feedback haben wir teilweise auch schon bei Facebook gekriegt. Wir sind übrigens sehr arrogant, ich glaube, das habe ich schon mehrmals erwähnt. Das können wir uns auch leisten, Punkt, ja, ganz klar. Ja, es ist uns egal und das ist, glaube ich, auch der erste Unterschied, der größte Unterschied. Wir sind authentisch, wir bieten uns nicht an und wir haben eine gute Mischung. Das ist einfach eine Werbefolge heute. Also ist einfach mal absolut Werbefolge. Folge 53 ist eine Werbefolge. ist einfach so, es ist Fakt. Ja. Ich würde mal sagen, aus Information, Spaß, kruden Thesen, das ist einfach unser Ding. Ist auch so ein bisschen Zeitgeist, ne? Ja, Sie haben das Thema aufgegriffen und ich würde mal sagen, diese Sendung ist eine Verbrauchersendung. Wir testen deutsche Schlager-Podcasts mit unserem Make Schlager Great Again selbstverständlich ganz klar auf Platz 1. Genau. Und das neutral beurteilt. Vollkommen neutral beurteilt. Dann Platz 2 halt hier dieses Schlagerspaß, die Show beziehungsweise Schlagergeflüster kann ich dann nur bewerten, weil ich wusste da gar nicht, dass sich das geändert hat. Da habe ich mich schlecht. Auch das ist etwas, was ich mir rausnehme, einfach mal schlecht vorbereitet sein. Und Schlagerplanet Radio, ja, gut. Mhm. Dazu muss man, glaube ich, an der Stelle nichts sagen. Übrigens, Sie haben ja auch ein Thema mitgebracht. Darf ich mal so einen ganz, ganz harten Themenwechsel machen? Ist das, bevor Sie mit Ihrem Thema kommen? Ja, das Thema, was ich habe, muss ich auf jeden Fall ansprechen. Da habe ich einen Auftrag aus der Buchhaltung. Aber reden Sie mal weiter, ja. Denn wir haben ja jetzt auch die letzten Wochen öfter mal so den Fauxpas der Woche gehabt. Und ich glaube, sogar Beatrice Egli war schon mal im Fauxpas der Woche. Wir haben es auch noch nicht geschafft, mal so einen schönen Einspieler, der Fauxpas der Woche. So ist bei uns auch alles, das nehme ich mir immer vor, kommt dann aber nicht. Aber auch das ist etwas, was unser Podcast halt ausmacht. Danke, gleichfalls, absolut. Es gibt so einige Themen. Ich glaube, wir wollten auch mal einen Newcomer vorstellen. Kann das sein? Genau, Newcomer vorstellen. Ja. Vor 17 Folgen. Wir wollten noch mal dieses super Geheimnis rund um Helene Fischer, was wir ja spitz gekriegt haben. Er hat aber immer noch kein anderer darüber geschrieben. Hat immer noch keiner darüber geschrieben. Das ist immer noch exklusiv und wir reizen das noch bis zum Ende. Mhm. Der Fauxpas der Woche, der ist aber Beatrice Egli passiert. Schon wieder. Ja, schon wieder Beatrice Egli mit ihren 321.600 Instagram-Abonnenten. Und zwar hat sie ein Bild gepostet bei Instagram von der vom Ostseebad Sellin, heißt es, glaube ich. Rügen ist es, glaube ich, ja. Und zwar, sie postet ein Bild, wo sie auf einem Steg läuft mit einem Sommerkleidchen, darüber eine, so eine Wolljäckchen, mit Turnschuhen, Sneakers oder auf jeden Fall leichten Leinenschuhen oder sowas in der Art, ja. Sonnenbrille, so. Und unter dieses Bild, und jetzt ist natürlich, das schreibt sie, barfuß am Strand laufen, die frische Seeluft einatmen und dem Meeresrauschen lauschen, die perfekte Auszeit. Wo könnt ihr am besten austanken? Und hat natürlich zu einem riesigen Shitstorm geführt. Weil wie kann man so eine Bildunterschrift, wie kann man sich erdreisten, als Beatrice Egli so eine Bildunterschrift zu machen, wenn man doch dann überhaupt nicht am Strand und vor allen Dingen nicht barfuß unterwegs ist? Ach so, und da gab es tatsächlich einen Shitstorm. Ja gut, das ist auch verständlich. Das ist ja wohl das Allerletzte, ne? Also, ja, mein Lieblingskommentar übrigens von Eloy de Young. Barfuß tanzen hast du vergessen. Und ja, gut. Das gab einen riesen Shitstorm. Und die Leute haben da irgendwie geschrieben, du beschreibst hier barfuß am Strand, dabei hast du Schuhe an und so, also weißt du überhaupt noch, was da los ist? Ich weiß nicht, ob man ihr auch irgendwie Alkoholismus unterstellt hat, dass sie das überhaupt nicht mehr mitbekommt, ob es jetzt barfuß oder nicht barfuß ist. Soweit möchte ich jetzt nicht gehen, aber es gab da schon guten Shitstorm auf ihrer Instagram-Seite. Ja, also ich bin ja eher so der Ältere, ich bin ja eher der Facebook-Typ, das Foto auch gepostet worden. Da gibt es dann ganz andere Reaktionen. Da möchte ich mal von einem Christian M. Den Kommentar einfach so vorlesen. Ich lese ihn so vor, wie er da steht, ne?
Bitte, bitte, bitte. Ne, einfach auch ganz neutral, ich versuche das ganz neutral zu machen, das fällt mir schwer, immer. Aber ich versuche es. Nee, nee. Scheiße. Besteige Ekli, deine Fotos am Nordseestrand, wo du gut drauf bist, gefallen mir super gut. Gruß aus dem sonnigen Saarland. Was soll die Scheiße? Besteige Ekli, deine Fotos am Nordseestrand. Ja, also, ist, drauf ist, bist, man, gefallen ist mir meine super Ansage, gut. Ist meine Ansage, eine Besteige Ekli. Also ich glaube, im Saarland kriegt man dafür echt, ist eine Eins in Deutschleistungskurs, oder? Wenn man das auf jeden Fall. Aber du bist auch nicht besser. Einer schreibt barfuß nie Schuhen. Barfuß nie Schuhen. Barfuß nie Schuhen. Wahrscheinlich barfuß mit Schuhen. Barfuß nie Schuhen. Oder eins, barfuß mit Schuhen wird schwierig, oder? Also ja. Alles so ein bisschen widersprüchlich bei Beatrice Ekli zur Zeit. Genauso wie ihre Karriere ein einziger Widerspruch ist. Aber Schweiz und dann Weltstar werden, naja, naja, naja. Ich möchte aber wirklich diesen Punkt jetzt mit diesem Foto in Shitstorm einfach mal mit einem netten Kommentar beenden, ne? Von einer Regina. Wir waren im Juli auf Rügen. Was denn jetzt? In Juli oder? Ist egal. In Juli auf Rügen. Wenn wir gewusst hätten, dass du da bist, wären wir später angereist. Ja. Das ist doch Herz. Das sind Fans, oder? Das sind echte Fans. Da freut sich die Ekli. Ja. Ja. Was gibt's denn eigentlich? Also sie hatten ja auch ein Thema, ne? Das ist ja irgendwie Thema. Es ist natürlich so ein bisschen. Wir sind ja auch sehr transparent bei unserem Podcast, ne? Also ist ja einfach so, auch was im Hintergrund. Wussten Sie eigentlich, dass Helene Fischer ganz atemlos in 40 Sekunden ohne Absätzen geschrieben hat? Bezieht sich, das schreibt die TZ. Das Schreiben des Songs dauerte nicht mal eine Minute. Atemlos habe ich tatsächlich in 40 Sekunden geschrieben, ohne abzusetzen. Jetzt ist die Frage, hat sie den Text oder hat sie das Wort atemlos in 40 Sekunden ohne Absetzen geschrieben? Ja, also erstmal, das hat sie doch nicht selbst geschrieben, atemlos. Das war Christina Bach, glaube ich, ne? Ja, Christina Bach hat das ja auch Christina gesagt. Christina Bach hat es gesagt. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Taucht denn bei dem Lied viel mehr auf als das Wort atemlos? Ja, aber wenn ich jetzt lese, atemlos habe ich tatsächlich in 40 Sekunden geschrieben, ohne abzusetzen, erklärte Christina Bach. Dann frage ich mich halt wirklich, Hat sie wirklich 40 Sekunden gebraucht, um das Wort atemlos mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben zu schreiben? Sie kommt aus Mettmann bei Düsseldorf. Wäre eine Erklärung, dass es tatsächlich nur das Wort war, was sie geschrieben hat. Ist übrigens, Christina Bach beschreibt übrigens in diesem Lied ihre Zeit, wo sie 2 Jahre lang nur Party gemacht hat. Und genau dieses Gefühl hatte sie. Also es ist quasi atemlos von Helene Fischer, ist quasi ein Teilausschnitt aus der Biografie von Christina Bach. Ah, schön. Ja, Christina Bach auch auf der Bühne sehr unterschätzt. Also sehr, sehr unterschätzt. Jetzt sind Sie da. Ja, es ist einfach nur, ich habe einen Auftrag von unserer Buchhaltung gekriegt. Mal die letzte Spesenrechnung mit Ihnen durchzugehen, die Sie da eingereicht haben. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Sie waren ja letztes Wochenende in Las Vegas, richtig, ne? Also, ja, aber also war das nicht eh auf Kosten von Vanessa Mai? Nein. Sie haben tatsächlich das komplett eingereicht und als Grund der Dienstreise gaben Sie dann nähere Untersuchungen zum Einfluss des deutschen Schlagers auf die US-amerikanische Außenpolitik. Sehr investigativ. Da hat selbst die Buchhaltung gesagt, ja, komm, ist in Ordnung, das sehen wir schon ein. Sie haben dann 3 Nächte im teuersten Hotel von Las Vegas, ich möchte jetzt schon fast sagen, gehaust. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn man investigativ unterwegs sein muss, dann muss man ausgeschlafen sein. Da kann ich nicht in irgendeinem billigen Motel übernachten, wo ich am nächsten Tag Kreuzschmerzen. Also wir weiterreden. Also, reden Sie. Ich glaube, ausgeschlafen haben Sie da nicht. Also sie waren da im Palazzo für 3 Nächte. Das ist echt das teuerste Hotel in Las Vegas. Aber waren ja nur 3 Nächte. Ja. Nur, ja. Sie waren in der Luxury King Suite. Eine Rechnung über 2.298,55 Euro. Ja, muss ich ja nicht selber bezahlen. Ist ja Spesen. Ist richtig. Ist tatsächlich auch unstrittig. Habe ich sie auch tatsächlich in Schutz genommen. Der Buchhalter gesagt, pass mal auf, mit unserer Stellung kann der Herr Kaiser da jetzt nicht in Intercity-Hotel? Ja, seit wann werden denn meine Rechnungen von der Buchhaltung überprüft? Was ist denn das jetzt schon wieder für eine ganz krude Geschichte? Wenn es dabei geblieben wäre, wäre alles in Ordnung gewesen. Also, Sie wissen, dass das Pascha Insolvenz angemeldet hat, ne? Also, was soll ich denn tun? Ja, aber. Ja, weil Sie ein Wochenende in Las Vegas fahren, wahrscheinlich. Das ist das Problem. jetzt kommt es tatsächlich. Sie haben noch Kosten für die Endreinigung. Also sie waren 3 Nächte da. Ja.
Und die Hotelleitung hat 3.521 Euro umgerechnet in Rechnung gestellt für die Endreinigung. Ach, dann haben die aber den Pay-TV ab 18 Sender gar nicht abgerechnet. Das ist so gut, weil dann haben sie das vergessen. Ich wusste ja, das aber, jetzt. Aber Entschuldigung, also drei Nächte für die Endreinigung. Die Buchhaltung hat tatsächlich mal nachgefragt und ist das viel oder? Das ist eine ganze Menge. Also laut Hotelleitung, die wollten sich weiter dazu äußern. Sie meinten, sie hätten Fotos, aber sie würden das tatsächlich nicht rausgeben, einfach um sie da ein bisschen zu schützen. Die mussten einige Möbel austauschen und quasi alle Teppiche mussten ausgetauscht werden, weil die komplett versaut waren. Ja, also, was haben Sie denn da gemacht? Das ist jetzt schlimm oder was? Also, ich verstehe nicht. Naja, gut, also muss ich mich jetzt hier in meinem eigenen Podcast, in meiner eigenen Firma für meine eigenen Ausgaben, die ich ja selber auch erwirtschafte. Das ist das Geld unserer Fans, was sie da ausgeben. Ja, aber ich erwirtschafte es ja auch nur mal selber und die Fans sind dazu da, uns Geld zu geben. Also was soll das? Was habe ich da gemacht? Ne? Ja, die werden ja nicht nur einen Tee verschüttet haben. Da kommt wohl nicht so ein Betrag zustande. Also, ich verstehe immer noch nicht, wieso man in so ein Hotelzimmer einen fucking Glastisch stellt. Einen Glastisch in einem Hotelzimmer, wenn der Kaiser kommt, ist schon mal eine schlechte Idee. Also ein Teil ist, ich bin abends mich getroffen mit ein paar Musikern, amerikanische, kennt man in Deutschland auch, kennt man schon, aber möchte ich jetzt nicht die Schlagerstars da irgendwie neidisch machen. Getroffen und es floss Alkohol, es Drogen bin ich natürlich auch generell mal nicht abgeneigt. Ne? Da haben wir ein bisschen auf dem Zimmer bei mir gefeiert, später noch. Mhm. Und dann bin ich einfach mal von der Couch in den Glastisch gesprungen. Und der hat das nicht Also, wieso hält der Glastisch das nicht aus? War dann die Frage. Gut, da bin ich bei Ihnen. Da bin ich wirklich bei Ihnen. Ja, klar. Und gerade auch, ich meine, das Hotelzimmer selbst war ja auch nicht so günstig. Also muss man doch zumindest einen Glastisch haben, der einfach mal einen Sprung. Ich kenne Sie ja. Sie sind ja jetzt auch kein 200-Kilo-Mann. Nee. Das halt tatsächlich auch nicht. Und es war halt wirklich feucht fröhlich. Und es war sogar ein deutscher Schlagerstar dabei. Und der hatte das Koks dabei, muss man sagen. Okay. Und sie kennen ihn. Er fängt mit L an und der Nachname fängt mit P an. Mehr sage ich aber nicht, weil nachher könnte er da vielleicht keine Ahnung. Nee, weil fällt mir jetzt. Ich guck mal. Nach dem Podcast sagen sie. Ja, genau. Aber es ist wirklich eine Partykanone. Hätte ich nicht gedacht. Es ist wirklich eine Partykanone. So vom Aussehen dachte ich eher so ein bisschen Philipp Amthor-mäßig, ein bisschen konservativ. Nee, aber der gibt da richtig Gas, der junge Mann. Wenn Sie Partymaus, dann weiß ich, wen Sie meinen. Absolut. Dann weiß ich das. Genau. Da habe ich auch schon einige Nächte mit ihm gemacht. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eskaliert, ne? Weil es gab ja noch eine Rechnung. Über 7.845 Euro umgerechnet. Ach, ist das, als ich mit dem Ferrari in die Lobby gefahren bin? Nee, das glaube ich, war im Hotelpreis mit dabei. Aber die Graceland Wedding Chapel hat sich, haben sie ja noch eine Rechnung eingereicht. Aha. Sie haben die Blue Hawaii Package Heirat gebucht. Das weiß ich auch gar nicht mehr. Ja. Getränke waren da inklusive bei den 7.845 Euro. 12, und das muss man mal, da müssen wir wieder, 12 Elvis-Imitatoren. Wozu fucking brauchen Sie 12 Elvis-Imitatoren? Na, für jede Stunde des Tages einen, ne? Okay, ja. Also es war eine 12-Stunden-Hochzeit. Elvis hat uns getraut. Wer uns ist, das will ich jetzt nicht verraten. Elvis hat uns getraut und die Hochzeit ging 12 Stunden und ich hatte jede Stunde einen anderen Elvis-Imitator da. Und die wurden auch immer besser. Mit steigenden Alkoholpegel wurden die auch immer besser. Nee, es war, es ist halt Las Vegas, ne? Und mal irgendwie 10, 20 Mille in Las Vegas lassen, das ist jetzt ja auch nicht so der große Skandal, den sie daraus machen. Also, das ist Skandal, wie ich noch mal, ich glaube, die Buchhaltung will es ja auch erklärt haben. Ich meine, der abschließende Hubschrauberflug bleibt, ist okay, da kann man mal haben, man will ja was sehen und ganz klar. Aber. Also, wo ich auch sagen muss, ich tu das not, ne? Privatkonzert von Celine Dion nachher noch? Auf dem Hotelzimmer? Naja, war aber nicht so gut. Habe ich schon nicht mehr mitbekommen. Wisst ihr eigentlich, wie teuer das war? Und sie haben das noch nicht mehr mitbekommen? Ja, also, das läuft ja so ab. Also, ich erkläre Ihnen das jetzt mal auch den Zuschauern vielleicht. Also, ich feiere dann nach Las Vegas mit einem Ziel.
Und dann überlege ich mir, was kann ich in 3 Tagen tun? Und dann rufe ich da unseren Azubi an und sage ich hier, ich möchte, wenn ich nach Las Vegas fahre, ich möchte auf jeden Fall heiraten, aber nicht so nur Standard, das soll schon mal sein, ich möchte ein Konzert haben, guck mal, was da für Stars sind, was da so geht, bla bla bla. Da erkläre ich dem halt, was so ist. Ne? Und da habe ich natürlich immer alles so unbedingt im Blick, aber ich weiß ja, dass das nur Geld kostet, mehr nicht. Ach so, ja. Ja, ja. Ja, also ja, also ich muss sagen, jetzt wo Sie das so erklären, das ist schon alles logisch, wie Sie das so sagen. So ein bisschen schon, ne? Ja, und ich meine, ich würde mal auch mein eigenes Grab schaufeln, wenn ich da jetzt auf Seiten der Buchhaltung wäre und sagen, nee, da haben Sie echt übertrieben, weil ich kenne solche Reisen ja auch. Ne? Mhm. Ich bin ja auch ein Freund der feuchtfröhlichen Feiern. Drogen ist nicht so mein Ding, das ist ihr Metier und Elvis-Imitatoren auch nicht. Dann lassen wir es so durchgehen, denke ich. Also da bin ich auf Ihrer Seite. Und wir übrigens, sind die beiden Gesellschafter, von daher ist das ja in Ordnung. Ja, übrigens, was ich rausgefunden habe in Las Vegas, da war ich wirklich investigativ unterwegs, rausgefunden habe ich eigentlich nichts, aber ich habe, nachdem ich da 3 Tage lang wirklich nur gesoffen und rumgejubelt habe, habe ich mir überlegt, wie kann ich denn die Konkurrenz ein bisschen ärgern? Mhm. Dann habe ich meine Lieblingsschlagerseite schlager.de. Da habe ich mich nachts, im total Druff natürlich, habe ich mich nachts an den Laptop gesetzt und habe eine E-Mail geschrieben. Und zwar habe ich mich getarnt als, also ich habe die E-Mail-Adresse reserviert, schlager-star-g.g.anderson. Ah, okay. Das war meine Tarnung. Und dann habe ich an schlager.de eine E-Mail geschrieben und in dieser E-Mail habe ich geschrieben, ja, ich weiß ja, ihr braucht Klicks, ihr müsst Publikum holen. Mhm. Ich habe für euch, hier euer Gigi Anderson, ich bin immer auf eurer Seite, ich bin ganz loyaler Typ und habe als Gigi Anderson geschrieben, dass ich als Gigi Anderson vermute und auch viele meiner Kollegen vermuten, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder ein Paar sind. Oh. Da habe ich aber geschrieben, psst, streng geheim. Ja, bitte, natürlich. Bitte sag das nicht weiter. So, da habe ich diesen Tränen-Smiley mit dieser Manga-Smiley gemacht. Ja, verstehe schon. So, und dann kam ich heute in die Redaktion und rufe schlager.de auf. Und was steht da auf der Startseite? Na, Helene Fischer, Doppelpunkt. Ja, sie ist wieder bei Florian. Und noch besser wird's, wenn er wirklich steht. Und dann haben sie den armen, also mich hier eigentlich, aber jetzt eigentlich den armen Gigi ein bisschen verarscht. Schlagerstar Gigi Anderson bestätigte kürzlich, in der Branche, Zitat, in der Branche vermuten einige, dass sie wieder ein Paar sind. Und allein wegen dieses Artikels hat sich auch schon der ganze Aufwand gelohnt, oder? Ja, absolut. Also da muss ich sagen, da hätten sie aber ruhig nochmal einen Hubschrauberflug mehr nehmen können. Ja, also, denke ich auch. Das mache ich aber gerne sowas. Das ist ein bisschen die Konkurrenz. Der arme Gigi Anderson. Ja, es geht mir ja eher darum, dass man dann nachts im Kokainrausch an info@schlager.de irgendeine gequirlte Scheiße schreiben kann und 2 Tage später ist das Ganze auf der Startseite mit Helene Fischer, ja, sie ist wieder bei Florian. Also da muss ich mir wirklich schon auf die Schulter klopfen an der Stelle. Ja, absolut. Also das ist politisch, ist schon fast schon politisch investigativ. Die Klickgeilheit vorgeführt, so ein bisschen. Genau. Gefällt mir absolut, absolut. Gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Ja, absolut. Es ist so einfach, es ist so einfach. Dafür verdienen Sie den Grimme-Preis, Punkt. Ich erinnere mich, als wir vor einigen Monaten, Jahren den sehr bekannten, aber der niemals wirklich zum Volk sich herabgeben würde, Gido Noir als Gast des ZDF-Fernsehgartens auf schlagerfieber.de geschrieben haben und es keinen Tag gedauert hat, bis alle anderen Schlagerseiten auch Gido Noir als Gast des ZDF-Fernsehgartens aufgeführt haben. Das könnten wir eigentlich auch nochmal machen. Also Gido Noir wird, glaube ich, immer noch funktionieren. Wir müssten dann nur dafür sorgen, dass auch mal das ZDF es dann schreibt. Dass sie denken, ja, alle Schlagerseiten schreiben das. Oder einfach mal Gido Noir anfragen, dass sie irgendwie denken, ja, Gino, der ist ja, die wollen ja alle haben. Die Schlagerseiten spekulieren, wir wollen Gino Noir einladen. Also ich habe da einen relativ guten heißen Draht. Ich habe heute tatsächlich noch ein paar Stunden mit ihm gesprochen. Na?
Abseits des Schlagers, also Sie kennen ja Gino Noir, der ist da so ein bisschen anders, ne? Der Schlager, da wird nicht lange diskutiert, immer sehr politisch bei ihm, die ganze Sache. Aber es wäre schon schön, ihn da auf dem Mainzer Lerchenberg mal zu sehen mit Hey, 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 Mädchen im Cabriolet. Aber lässt er sich wirklich dazu hinab, da wirklich mit Kiwi? Weil ich habe ja auch gehört von unseren vielen Lesern und von unseren vielen Fans, dass wir viele der alten Fernsehgarten-Fans überhaupt nicht mehr zum Fernsehgarten gehen, seit die Kiwi da ist, was jetzt auch schon ein paar Jahre ist. Nee, tatsächlich, da habe ich doch letztens irgendwie gelesen, irgendwie, ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle, aber hatte einer der Fans geschrieben, seit Kiwi da ist, tut er sich den Fernsehgarten nicht mehr an. Und ich weiß nicht, ob Gido Noir vielleicht da eine ähnliche Meinung zu hat, aber gut, wir können ihn ja fragen. Sie haben ja noch Kontakt zu Gido Noir. Ja, vielleicht beerbt er auch Kiwi. Und mag auch das. Dann wird der ZDF-Fernsehgarten natürlich ein ganz anderes Format. Ja, das stimmt schon. Dann wird es also dann, also ich glaube schon, dass man Gino mal reizen kann, einfach, Sie wissen ja, er steht auf Ästhetik, also wenn da ein paar nette Burschen stehen in knappen Hosen. Also ich habe es gefunden übrigens, mit diesen, Horst H. schreibt, mit diesen Betrügereien kann man mich nicht ködern. Alleine der Name Kiwi startet bei mir sofort den Fluchtreflex. Also so viele Kilometer wie möglich zwischen Mainz, Lerchenberg und mir. Mhm. Das ZDF begreift einfach nicht, dass diese nervige Frau total überholt ist. Sie und der ewig Blondie hinterm Herd sollten Platz für neues Blut machen. In Klammern, Gino Noir, dichte ich jetzt dazu. Denke ich mal, ja, das klar. Ist die Meinung eines 80-Jährigen, der vom Anfang an den Fernsehgarten eingeschaltet hat, bei Kiwi aber in den Streik getreten ist. Ja, also ich befürchte, dieser nette Herr wird wahrscheinlich in die ewigen Jagdgründe eingehen, ohne nochmal den Fernsehgarten gesehen zu haben. Wahrscheinlich, ne, ist das ja, so. Weil Kiwi, die ist ja jetzt wesentlich länger Moderatorin des Fernsehgartens als Angela Merkel Bundeskanzlerin. Das stimmt, tatsächlich, ja. Ja, und die wird so stehen. Der muss man sagen, der ZDF-Fernsehgarten ist auch nicht demokratisch. Man kann halt nicht alle 4 Jahre mal wählen, sondern die bleibt es dann einfach. Ja, manche finden es gut, manche finden es schlecht. Und ich würde sagen, wir kommen heute zum Ende, oder Herr? Ich würde mal sagen, das war eine lange Session. Wir haben genug getan für unser Geld. Genau. Das langt. Ich glaube, vertraglich sind eh nur 5 Minuten angesetzt. 5 Minuten lang. Maximal. Und dafür, dann kriegen wir das Geld überwiesen. So war es doch, ja. Ja. Genau. Ich würde sagen, es war eine schöne runde Ausgabe. Wir haben viel gesprochen, wir haben uns sehr gelobt und das tut uns auch mal gut, uns zu loben. Und das haben wir auch verdient. Ne? Ja. Ihre Spesenabrechnungen haben wir dann doch zur Zufriedenheit, denke ich, geklärt. Ja. Andere Schlager-Podcasts kennengelernt und trotzdem gemerkt, dass wir die Besten sind. War schön. War schön. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, bei den Zuhörern natürlich auch und eine gute Woche noch. Genau, ich bedanke mich auch und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.